Wenn man oben auf dem Mast klettert. Ja. Eisenbahnschienen für die Ludwigsbahn. Auch die neu gegründete Deutsche Ludwigsbahn konnte lange nicht auf diese leistungsfähigen Loks verzichten. Unsere 01 1953 der Deutschen Bundesbahn. E44 vor. Ja.
aufgestellt, den Steuerwagenbetrieb zu fahren. Die Lok konnte vom
oder so. Diese Lokomotiven erhielten einen neuen windschnittigen Lokkasten sowie Drehgestelle der Bauart Henschel, die bessere Laufeigenschaften aufwiesen wie die vorherigen Drehgestelle der Bauart Henschel. Die Getriebeübersetzung wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h angepasst. Die Lokomotiven wurden vorrangig von F- und TEE-Zügen eingesetzt. Mit der Umwelt Thank you.
zu finden. Hierfür wurden die Lokomotiven 110, 299 und 300 ausgesucht und entsprechend hergerichtet. Mit diesen Loks wurden die Geschwindigkeit bis zu zu Betriebsstörungen führten. Man entfernte die Schürzen im Rahmen der planmäßigen Untersuchungen im Ausreißungsverfahren. Die äußere Form mit abnehmbaren Augen wurde ebenfalls.